brauchst du das Auto stehen, ich muss nur schnell 300 Schilling abheben. Entschuldigen Sie, würden Sie sich bitte hinten anstellen? Aber der Bankomat draußen ist kaputt. Ich stehe an der Tankstelle und blockiere den Betrieb. Geht ja voll aus. Geht Sie zurück. Das ist ja klar, Herr. Ich komme gleich wieder, ja? Nicht fortgehen, sitzen bleiben, ja? Bis gleich. Ist gut. Ist gut. Frau Domek, Gegenzeichnung, bitte. Ist gut. Schöne Feiertage. Danke, gleichfalls.
Billroth-Straße kurz nach den tödlichen Schüssen. Die Leichen der drei Opfer werden abtransportiert. In der Schalterhalle arbeiten die Spurensicherer der Polizei. Sie suchen zwischen den Blutlachen nach einem Hinweis auf ein Motiv, nicht auf den Täter, denn der hat sich schon selbst gerichtet. Nach dem Gemetzel in der Bank war der Mann über die Straße gerannt, hatte sich auf dieser Tankstelle in sein Auto gesetzt und mit einem Kopfschuss Selbstmord begangen. Inzwischen weiß man, dass der Täter Maximilian B. hieß, 19 Jahre alt war und Student. Warum er so sinnlos gemordet hat, ist noch völlig unklar. Fest steht, dass es kein Versuch war, die Bank auszurauben. Als einer der Letzten hatte der Tankwart mit dem Täter gesprochen, aber auch er findet keine Erklärung. Keine Ahnung. Weiß nicht. Tja, Wahnsinn. Wien am Vorweihnachtstag. Fassungslose Menschen im Angesicht einer Wahnsinnstat. In Brüssel scheiterte heute auch der letzte Versuch, noch vor Weihnachten ein Friedensabkommen für Bosnien.